Guten Abend alle zusammen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie Sie sich eben alle zu unserer Veranstaltung zugeschaltet haben. Ich möchte Sie ganz herzlich zu unserer virtuellen Diskussionsrunde begrüßen, die in Kooperation mit der Hochschule Rhein-Main initiiert wurde, und zwar anlässlich der Ausstellung im Stadtmuseum Wiesbaden Fatal Genial Ludwig Hohlwein 1874 bis 1949. Im Rahmen der Sonderausstellung Stadt, Jugend, Stil, Lebensreform in Wiesbaden im Jahr 2019 haben wir im Stadtmuseum Wiesbaden begonnen, uns mit dem in Wiesbaden geborenen Künstler Ludwig Hohlwein zu beschäftigen. Mit dem Entschluss, einen genialen Grafiker des frühen 20. Jahrhunderts in einer eigenen Ausstellung zu zeigen, war uns zugleich bewusst, dass wir uns hier auf eine sehr zwiespältige Künstlerpersönlichkeit einlassen. Zwiespältig im Hinblick auf die politische Gesinnung Ludwig Hohlweins. Denn schon sehr früh zeigte sich Hohlweins politische Sympathie für völkisches Gedankengut. Sie mündete in eine Anhängerschaft des nationalsozialistischen Gedankengutes und schließlich in den Eintritt in die NSDAP. Da wir diese künstlerische und persönliche Entwicklung Hohlweins sehr kritisch sehen, wollen wir in der Ausstellung nicht nur den leichten, den beliebten Hohlwein der frühen Jahre am Anfang des 20. Jahrhunderts zeigen, denn auch wenn sich Hohlwein schließlich dem NS-Regime anschloss, einem Regime, dessen Gedankengut uns heute immer noch zutiefst bestürzt und dessen Worte und Taten aufs Schärfste zu verurteilen sind, erscheint es uns unvollständig und falsch, dieses Kapitel des künstlerischen Schaffens Hohlweins auszuklammern. Wie kein zweiter seiner Zeit beherrschte Ludwig Hohlwein die Gesetze der Grafik, spielte mit Linien, Flächen, Farben und Mustern, mit Symbolen, Motiven und Sehgewohnheiten der Menschen. Allein damit gelang es ihm, das jeweilige Produkt in ein positives, begehrenswertes Gut zu verpacken und dadurch dessen Absatz anzukurbeln. Fatal ist, dass Ludwig Hohlwein sein Können, sein Genie bald auch für die Inhalte und Überzeugungen des NS-Regimes zur Verfügung stellte. Mit den von ihm gestalteten Plakaten, Buch- und Katalogdeckeln und Flugblättern versuchte er, die Betrachterin, den Betrachter durch gestalterische Mittel und wenige Schlagworte zu manipulieren. Entsprechend der zwiespältigen und kritisch zu betrachtenden persönlichen Entwicklung des Künstlers haben wir den Ausstellungstitel dementsprechend gewählt. Fatal genial, Ludwig Hohlwein. Die Ausstellung, die Sie momentan leider noch nicht sehen können, beleuchtet Ludwig Hohlweins wegweisende Bedeutung für die Entwicklung des modernen Markenwesens und der Werbung sowie deren Einflussmöglichkeiten auf das Konsumverhalten. Hohlweins Propagandaplakate für das NS-Regime wiederum machen deutlich, wie Manipulation über Grafik und Wortwahl möglich ist. So möchten die Ausstellung und die heutige Diskussion zugleich dazu auffordern, auch heutige Plakate und Werbung kritisch zu betrachten und zu hinterfragen. Aufgrund des zweiten Lockdowns wird die Ausstellung verlängert werden, voraussichtlich bis August, so planen wir jetzt nun einmal. Sie öffnet, sobald die Museen wieder öffnen dürfen. Dann können und sollen Sie sich selbst ein Bild machen. Heute Abend diskutieren wir mit Experten der Hochschule Rhein-Main über Hohlweins Relevanz für uns heute, insbesondere aus Marketing- und Designerperspektive. Ich wünsche Ihnen dazu einen anregenden Abend und freue mich insbesondere auch, die neue Präsidentin der Hochschule Rhein-Main in dieser Veranstaltung zu haben. Darf Sie Frau Professorin Dr. Eva Waller ganz herzlich begrüßen und reiche nun sehr gerne das Wort an Sie weiter. Ja, liebe Frau Philipp, ich danke Ihnen ganz herzlich. Guten Abend auch von mir, sehr geehrte Damen und Herren. Die Hochschule Rhein-Main und das Stadtmuseum am Markt kooperieren jetzt schon seit etlichen Jahren und das ist, hat man mir gesagt, eine sehr aktive Kooperation. Als Präsidentin hier ganz neu im Amt freut es mich sehr, dies fortführen und auch vertiefen zu dürfen. Die Präsenz der Hochschule in der Stadt und der Austausch mit Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern, ist mir ein wichtiges Anliegen, genauso wie es mein Vorgänger ein wichtiges Anliegen war.
Dieser Austausch kann aus meiner Sicht die Stadtgesellschaft nur bereichern und gleichzeitig auch wiederum die Hochschule, denn es fließt in Lehre und Forschung ein. Wir als Hochschule und hier konkret mit dem Projekt auch Impact Rhein-Main, wir wollen Impulse setzen, um miteinander ins Gespräch zu kommen und Gestaltungsmöglichkeiten für unsere Zukunft zu erkennen. Aktuelle Themen, wie zum Beispiel das Stadtgespräch zur Mobilität oder Ausstellungen im Stadtmuseum, Fahrradfahren fotografieren, sind Ihnen sicherlich bereits bekannte Formate. Für mich sind sie noch neu, aber ich freue mich auch schon auf weitere. Getreu dem Motto, der Ursprung unserer Gegenwart und unserer Zukunft liegt in der Vergangenheit, wollen wir aber auch den Bogen von der Stadtgeschichte zur Relevanz von heute spannen. So werden wir in dieser Veranstaltung mit Experten aus unserer Hochschule die Bedeutung des sehr umstrittenen Wiesbadener Künstlers Ludwig Hohlwein für uns heute diskutieren. Und die Hochschule Rhein-Main steht dazu, dass sie vielfältig ist. Sie kennen uns. Unsere Studiengänge sichern eine breite, praxisorientierte, wissenschaftlich fundierte Bildung. Und unsere Forschungsaktivitäten dienen vor allen Dingen dem Transfer in Wirtschaft und Gesellschaft. Und deshalb freut es mich hier besonders, dass einige Professoren aus den verschiedenen Studiengängen Kommunikationsdesign, Mediamanagement, Betriebswirtschaft ihre breite Expertise einmal zusammenbringen, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Und höchstpersönlich freue ich mich auch tatsächlich, dann irgendwann, wenn die Ausstellung selber eröffnet ist, Sie zu besuchen. Herzlich willkommen, viel Vergnügen und ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Danke. Und die Moderation geht jetzt weiter an den Kollegen Professor Dr. Alexander Mutschnick. Vielen Dank, Frau Präsidentin Walle. Vielen Dank für Ihre Begrüßung. Danke, Frau Philipp, für die Austragung dieser Diskussion und dieser Ausstellung. Unsere virtuelle Diskussion, obwohl wir sehr gerne uns einander wirklich gesehen hätten, heißt Markenikonen im 21. Jahrhundert, das widersprüchliche Erbe des Stardesigners Ludwig Hohlwein aus Wiesbaden. Wir haben eine Podiumsdiskussion bestehend aus Kollegen Professor Dr. Dennis Albert, Professor Dr. Theo Steine und Hans-Georg Böche, Vorstand Deutsches Verpackungsmuseums Heidelberg. Mein Name ist Alexander Mutschnick, ich bin Professor an der Hochschule Rhein-Main für Medienwirtschaft und Medienökonomie. Und Ludwig Hohlwein habe ich vor etwa 15 Jahren kennengelernt, direkt getroffen, kann man sagen, in München, in meiner Münchner Zeit, wo Ludwig Hohlwein eigentlich omnipräsent ist. Vom Tierpark Hellerbrunn bis zu Franziskaner Weißbier sieht man eigentlich Hohlwein überall. Ich frage Kollege Steine, was verbinden Sie mit Ludwig Hohlwein? Was machen Sie an der Hochschule Rhein-Main? Ja, danke für die Einleitung und Vorstellung. Ja, mein Name ist Steiner, Theo Steiner. Ich bin am Studiengang Kommunikationsdesign für den Theoriebereich zuständig, auch in der Studiengangsleitung tätig. Und ich habe einen Bezug zu Ludwig Hohlwein vor allem über meinen Unterricht, muss ich ehrlicherweise sagen, obwohl ich auch das Franziskaner Bier kenne und seinen Markenbotschafter. Aber ich habe im zweiten Semester für unsere Studienanfängerinnen und Anfänger eben auch die Designgeschichte zu unterrichten. Und in dem Kontext kommt Ludwig Hohlwein natürlich vor, denn er repräsentiert ja, sagen wir, für die Gründerjahre des modernen Kommunikationsdesigns einen ganz wesentlichen Standpunkt, nicht, der sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt hat. Seine Karriere ist ja gerahmt von den beiden Weltkriegen, nicht? Und das ist eine Zeit, in der Reklame extrem wichtig ist. Es ist ein relativ modernes Phänomen, das eben wichtig geworden ist, weil man Konsumgüter und Dienstleistungen eben auch bewerben wollte und bewerben musste in dieser modernen Gesellschaft. Vielen Dank, Herr Steine. Kollege Albert, was machen Sie an der Hochschule Rhein-Main und wo sind Ihre Bezüge zu Ludwig Hohlwein? Also von mir erstmal herzlichen Dank für die Einladung auch, dass ich heute Abend hier sein darf. Freut mich sehr. Ja, wie schon erwähnt, ich bin neu an der Wiesbaden Business School seit März letzten Jahres, Professor für Marketing Management, kümmere mich aber auch insbesondere um die Themen Innovationsmanagement, agile Produktentwicklung, viel digitale Felder. Mein Bezug zu Ludwig Hohlwein, außer dem, sagen wir mal, allgemeinen fachlichen Bereich,
ist tatsächlich eher so dieser unternehmerische. Ich selbst komme aus einem kleinen Familienunternehmen, habe mehrfach gegründet, auch noch in jüngerer Vergangenheit und habe mich quasi über das Unternehmertum und das Studium in Richtung der Marke, auch in ihrer Funktion und dementsprechend den kreativen Ausgestaltungsmöglichkeiten quasi herangetastet, während Hohlwein ja faktisch mehr oder weniger aus der Kunst, aus der Architektur über die Marke ins Unternehmertum übergegangen ist. Deshalb sehe ich das so ein bisschen von der anderen Seite sozusagen und war zuletzt noch auch Digitalchef in einem Unternehmen, habe also heute Abend, glaube ich, auch so eine Mischung aus der unternehmerischen Perspektive, aber auch so die heutige Performance-Effizienz-Denke so ein bisschen mit dabei und würde da auch gern vielleicht dort, wo die Gelegenheit entsteht, mal versuchen, auch Parallelen zu ziehen, was er damals womöglich auch schon Innovatives oder auch Geniales und Fatales geleistet hat, sozusagen. Vielen Dank. Hans-Georg Böcher, Sie sind ein Kurator dieser Ausstellung und ich verrate ein bisschen, dass viele Exponaten aus Ihrer private Sammlung stammen. Ich frage Sie, wie kommt man dazu, um Hohlwein zu sammeln? Vielen Dank, Herr Mutschnick. Ja, also das ist natürlich, wenn Sie diese Frage an mich richten, ein bisschen unfair, da ich das ja beruflich tue. Ich müsste also sozusagen in mir zwei Sammlerpersönlichkeiten beschreiben. Zunächst ist es mal so, dass ich beruflich das Deutsche Verpackungsmuseum leite in Heidelberg. Das ist also eine Institution, die sich mit Markengeschichte intensiv beschäftigt, auch von den historischen Marken und auch Verpackungsfirmen finanziert wird. Und insofern hat natürlich eine solche Sammlung einen beruflichen Hintergrund. Das ist jetzt, ich sage das bewusst als Kunstsammler, in dieser Thematik keine ganz private oder persönliche Sammlerleidenschaft, sondern ich gestalte ja Ausstellungen und verleihe dann eben mein Sammlungsgut an Museen, wie jetzt also nach Wiesbaden oder auch in andere Museen bis nach Hollywood, wo dann Filmausstattungen mit meinen Exponaten gemacht werden. Ich habe zum Beispiel einen Film mit George Clooney und Cate Blanchett ausgestattet, der den Spielberg gedreht hatte. Das heißt also, das ist für mich, hat für mich schon auch einen wissenschaftlichen Background, diese Sammlungstätigkeit. Gleichzeitig kann ich aber ganz gut verstehen, was die zahlreichen Privatsammler an Ludwig Hohlwein schätzen und warum sie ihn lieben, denn er ist ja ein Mann, der sehr, sehr viel Gunst und sehr viel Zuneigung erfährt, trotz seiner problematischen politischen Vergangenheit. Er ist ein weltweiter Star und er wird weltweit gesammelt und geschätzt. Und ich kann vielleicht mal stellvertretend für diejenigen, die sich sozusagen darauf fokussiert haben oder ausschließlich sozusagen sich im Bereich alter Reklame oder Werbung auf Hohlwein stürzen, mal versuchen zu beschreiben, warum sie das tun. Der Kunstsammler sucht Kunstwerke, die exemplarisch sind für bestimmte Strömungen oder Stilrichtungen innerhalb der Kunst. Da ist man sich immer bewusst, dass man etwas Fragmentarisches sammelt. Vielleicht ein Werk aus dem Expressionismus oder wenn man für Bauhaus schwärmt, vielleicht auch ein kleines Werk oder eine Arbeit von Oskar Schlemmer oder einem anderen Künstler. Der Reklamesammler geht anders vor. Der möchte etwas Totalitäres haben. Der möchte ein Kunstwerk haben, das eine Werbung, ein Plakat, eine Verpackung, die versucht, möglichst exemplarisch eine ganze Epoche abzubilden. Und die Werbearbeiten von Ludwig Hohlwein vermochten das. Er ist sozusagen pars pro toto stellvertretend einfach die führende Figur, zumindest aus Deutschland, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und wer von ihm eine Arbeit erwerben kann, hat sozusagen ein historisches Exponat, mit dem er mittendrin ist im Zeitgeist der jeweiligen Epoche.